Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Wir haben im letzten Video über bedingte Wahrscheinlichkeiten geredet, also was passiert, wenn ich ein Zufallsexperiment durchführe und dann zusätzliche Informationen erhalte. Und heute möchte ich mal einen sehr wichtigen Satz der Wahrscheinlichkeitslehre durchdiskutieren, den sogenannten Satz der totalen Wahrscheinlichkeit, der halt einfach sehr oft hilft, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, die ich ohne diesen Satz eben nur sehr schwer oder gar nicht ausrechnen könnte. Wir brauchen dafür zunächst den mengentheoretischen Begriff der sogenannten Partition. Den hatten wir jetzt noch nicht eingeführt. Das können wir jetzt aber eben schnell machen. Das ist auch nicht besonders schwer. Man muss sich halt nur ganz kurz mal klar machen, was man unter diesem Begriff eben versteht. Und zwar eine Partition von Omega soll eine Familie von paarweise disjunkten Mengen a1 bis an sein. Also diese a1 bis an sollen paarweise disjunkt sein. Und die sollen eben die zusätzliche Eigenschaft haben, dass deren Vereinigung wieder ein ganz Omega ergibt. Also wir hatten schon ganz oft von diesen paarweise disjunkten Mengen zu tun. Und wer jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass wir höchstwahrscheinlich gleich auch wieder irgendwas mit diesem dritten kolmogorowschen Axiom machen wollen. Aber jetzt haben wir eben halt zusätzliche Voraussetzungen noch, dass diese Mengen in ihrer Vereinigung wieder ganz Omega ergeben. Ich habe das hier auch mal grafisch versucht darzustellen. Also mein Omega, das ist der gesamte Ereignisraum. Es soll jetzt hier dieses Rechteck hier sein. Und wenn ich jetzt das Ganze so zerstückele in diese vier Teilmengen, a1 bis a4, dann sind die a1 bis a4 natürlich paarweise disjunkt. Die haben dann nichts Gemeinsames. Und die Vereinigung von dem Ganzen gibt wieder ganz Omega. Ich habe also kein Elementarereignis vergessen. Also Partition heißt, dass jedes Elementarereignis in genau einer dieser Mengen drin ist. Und wenn ich jetzt nun so eine Partition a1 bis an habe von Omega, dann gilt der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Dann kann ich nämlich sagen, dass P von B sich ergibt als Summe von der Wahrscheinlichkeit B geschnitten AI aufsummiert über alle Is. Also aufsummiert über all diese Mengen in meiner Partition. Und das muss ich natürlich beweisen, das kann ich ja nicht einfach so behaupten. Der Beweis ist aber gar nicht schwer. Die einzelnen b geschnittenen AI sind paarweise disjunkt. Das folgt wieder daraus, dass die AIs schon disjunkt waren. Und wenn ich jetzt von diesen disjunkten AIs noch ein bisschen was wegschneide, nämlich das, nur noch das, was in b drin ist, dann bekommen die ja nicht auf einmal gleich zusätzliche Elemente oder dasselbe Element mehrfach. Insofern müssen diese b geschnittenen AIs, die müssen auch alle paarweise disjunkt sein. Und ihre Vereinigung ergibt wieder b. Auch das kann man sich ganz gut überlegen. Das habe ich auch nochmal versucht, grafisch darzustellen. Dieser rote Kreis hier soll jetzt das Ereignis b darstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel b mit a1 schneide, dann ist das dieser obere Teil hier des Kreises. Wenn ich b mit a2 schneide, dann wäre das dieser Teil des Kreises. Wenn ich das Ganze mit a3 schneide, dann ist das dieses Stückchen hier aus der Menge b. Und wenn ich den Kreis, das Ereignis mit a4 schneide, dann bleibt dieses Stückchen hier über. Die sind natürlich paarweise disjunkt und die Vereinigung ergibt wieder den ganzen Kreis. Das folgt daraus, dass diese AIs ja eine Partition waren, dass also ich kein einziges Elementarereignis vergessen habe, dass ich jetzt also beim Schnitt mit diesen As quasi wegschneiden würde. Nein, das ist nicht der Fall. Also alle Elementarereignisse sind nach wie vor dabei und dementsprechend ergibt auch die Vereinigung hier wieder die gesamte Menge B. Jetzt kann ich, wenn ich mir nochmal die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit anschaue, dann hatte ich ja gesagt, da hatten wir ja definiert, dass die Wahrscheinlichkeit für B gegeben A soll bitte sein, die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge normiert auf das neue Sigma, normiert auf das neue Omega, also in dem Fall jetzt geteilt durch P von A. Und wenn ich
das jetzt quasi ein, wenn ich jetzt das einsetze, also sprich dieses P von A noch rüber multipliziere auf die Seite und das Ganze dann einsetze, dann folgt diese Variante des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit. Also P von B kann ich dann auch darstellen als die Summe über diesen P von B gegeben AI mal P von AI aufsummiert über alle Elemente meiner Partition, also über alle i. Und insbesondere gibt es dann den wichtigen Spezialfall, wenn ich nur zwei Ereignisse habe, nämlich ein Ereignis A und das Gegenereignis. Die bilden natürlich stets eine Partition von Omega. Auch das hatten wir uns schon mal überlegt, aber da haben wir es halt noch nicht Partition genannt. Jetzt wissen wir halt, kennen wir den Begriff halt und es ist eigentlich auch sofort klar, wenn ich halt das ein Ereignis und das Gegenereignis habe, dann sind die natürlich disjunkt und deren Vereinigung ergibt wieder Omega. Dementsprechend ist A und nicht A eine Partition von Omega. Das heißt, der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit muss gelten. Und das wiederum heißt, dass ich P von B jetzt auch darstellen könnte als P von B gegeben A mal P von A plus P von B gegeben nicht A mal P von nicht A. Also das ist sozusagen der Spezialfall des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis und sein Gegenereignis. Wollte noch ein Beispiel machen. Wenn ich zum Beispiel so ein Navigationssystem habe und ich interessiere mich für die Wahrscheinlichkeit, ob es auf einer bestimmten Straße zu einem Stau kommen wird, dann habe ich vielleicht so eine Art Statistik erhoben und ich weiß einfach, dass diese Wahrscheinlichkeit maßgeblich davon abhängt, ob es regnet oder nicht. Und zwar habe ich ganz konkret durch eine statistische Erhebung halt ermittelt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es halt einen Stau gibt, wenn es regnet, die ist 80%, ja, weil die Autofahrer dann vielleicht einfach vorsichtiger fahren. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es einen Stau gibt, wenn es nicht regnet, die soll zum Beispiel 30% sein. Das hat sich jetzt so aus meiner statistischen Erhebung ergeben. Und jetzt ist mein Navigationssystem halt noch mit so einem Online-Wetterdienst verbunden und kann sich da so eine aktuelle Wettervorhersage besorgen und weiß eben, dass die Regenwahrscheinlichkeit für die Straße halt derzeit mit 0,7 angegeben wird. Also P von R soll 0,7 sein. Na gut, und dann interessiert mich jetzt also die Wahrscheinlichkeit für einen Stau, P von S. Und nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kann ich P von S also dann darstellen als P von S gegeben R mal P von R plus P von S gegeben nicht R mal P von nicht R. Und jetzt kann ich im Grunde die Zahlen, die ich hier oben habe, einsetzen. Also 0,8 mal 0,7 für diese beiden Terme und 0,3 mal 0,3 für diese beiden Terme. Ne? Achtung, hier habe ich P von nicht R. P von nicht R ist natürlich 1 minus P von R, also 1 minus 0,7, also 0,3. Und wenn ich das alles durchmultipliziere, dann bin ich bei 0,65 als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es halt auf der Straße einen Stau gibt. Das war es im Grunde auch schon wieder für den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit hilft mir, immer dann Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen auszurechnen, wenn ich diese Ereignisse zerlegen kann in konditionierte Ereignisse und ich dann über diese konditionierten Ereignisse einfacher etwas aussagen kann. Im nächsten Video möchte ich über den Satz von Bayes sprechen, weil auch der ein zentraler Bestandteil der Wahrscheinlichkeitslehre ist. Und da werden wir eben diesen Satz der totalen Wahrscheinlichkeit auch wiederfinden. Ansonsten ganz vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Fragen, Kommentare oder Anregungen gerne immer unter dem Video posten. Wenn euch meine Videos gefallen, dann liked sie doch einfach. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.